Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin. Hallo liebe Löwenfans, willkommen zur Folge 77 des Löwenfunks, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Heute haben wir eine ganz besondere Konstellation. Es kommt nicht so oft vor, dass wir zwei Gäste in unserem Podcast gleichzeitig haben. Aber diese beiden gibt's zumindest auf dem Handballfeld praktisch nur im Doppelpack. Hallo Robert Schulze und Tobias Tönjes. Hallöchen. Hallo. Schön, dass ihr da seid, dass ihr euch ein bisschen Zeit für uns genommen habt. Es wird so viel über Schiedsrichter gesprochen, über vermeintliche Fehler, zu große Grauzonen, wie zum Beispiel leidgeprüftes Thema Stürmerfoul oder Zeitanzeigen. Und damit wir nicht immer nur über sie, sondern auch mal mit ihnen reden, haben wir uns diese zwei absoluten Top-Schiedsrichter eingeladen. Und wir würden auch direkt reinstarten mit der ersten Kategorie. Löwen aktuell. Ja, wir sprechen in dieser Kategorie über die aktuelle Lage. Ihr wart am letzten Spieltag nicht in der Bundesliga im Einsatz, sondern ihr wart war es sonnig im Süden? Ihr wart in Barcelona, Tobias. Da hast du vollkommen recht. Am Vatertagstag durften wir ein Champions League-Rückspiel im Viertelfinale in Barcelona leiten. Wie fühlt sich denn das so an, in so einer altehrwürdigen Halle wie dem Blaugrana zu pfeifen, Robert? Ja, das ist schon ein einzigartiges Erlebnis, weil du riechst quasi in der Arena die Historie, was da alles schon so abging. Und dadurch war es für uns eine Mega-Freude. Ich habe mal in die Statistik kurz geschaut. Es gab zwei Zeitstrafen, ein paar 7 Meter, keine gelbe, keine rote Karte. Also Tobias, war das ein relativ entspannter Abend oder täuscht das? Also da können wir auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe während des Spiels mal zu Robert gesagt: Ey, weißt du was? Heute haben wir hier fast nichts zu tun. Das ist auch mal schön, oder nicht? Echt, das war total komisch, muss man mal so sagen. Man musste wirklich im Verhältnis zu anderen Spielen wenig Entscheidungen treffen. Liegt das dann daran, dass die, oder woran macht ihr das dann fest? Ist es dann so, dass die beiden Teams dann einfach eine größere Entspanntheit auf die Platte legen, vielleicht mehr Fokus irgendwie haben? Oder woran macht ihr sowas fest? Weil eigentlich ging es ja um einiges. Ja, also ich glaube, das müssen die Mannschaften an sich festmachen. Wir haben es genossen, dass wir mal weniger zu tun hatten. Aber ich glaube, die Fokussierung war natürlich bei einem Viertelfinal-Rückspiel Champions League halt aufs Handballspielen bei den beiden Teams gegeben. Und das hat uns dann natürlich auch in die Karten gespielt. Eins ist natürlich klar, es hätte in diesen Viertelfinalbegegnungen durchaus brisantere Partien geben können. Wenn ich da mal so auf Kielce gegen Veszprém rüberschaue, da war ein bisschen mehr los, Tobias. Ja, also die Paarungen sind natürlich auch immer hochinteressant, wer spielt überhaupt gegeneinander. Barcelona, Gudme waren wirklich zwei Teams, die Handball spielen wollten. Da hat sich keiner wehgetan, da wollte keiner dem anderen auch was Böses. Und ja, man weiß vorher trotzdem nie, was passiert. Und dann am Ende war es dann so, dass wir wirklich einen etwas entspannteren Tag haben. Das war schön. Auch ein brisantes Spiel hat auch schöne Seiten. Das muss man ja auch mal sehen. Und ob es jetzt Kielce, Veszprém war oder Magdeburg, Plotzk. Das vierte Spiel, was war das vierte Spiel? Es war noch Paris. Ja, Paris gegen Kiel. THW Kiel. Das geht natürlich nicht. Nee, das ist klar. Ja, also von dem her war alles vollkommen in Ordnung. Ist ja auch immer die Frage, wie eng sind solche Begegnungen da? Also Barcelona natürlich in dieser Begegnung klarer Favorit. Das haben sie auch, glaube ich, in zwei Spielen gezeigt, so gefühlt zumindest. Wenn es dann ein bisschen enger zugeht, dann ist es hat es auch seinen Reiz, bin ich mir ziemlich sicher, Robert. Wie ist das denn dann für euch? Habt ihr dann lieber die, wo es auch mal ein bisschen abgeht? Oder sagt ihr, also wenn es ruhiger wird, ist uns eigentlich lieber? Nein, also Handballspiele, die spitz auf Knopf stehen, wo es um jeden Zentimeter gekämpft wird, das ist für uns als Schiedsrichter halt auch eine schönere Sache, weil du da natürlich in jeder Situation fokussiert bist und das macht eigentlich auch den Spaß daran aus. Wie ist denn die Intensität? Ist das international in der Champions League, würdet ihr sagen, da ist es nochmal ein bisschen heißer, nochmal ein bisschen knisternder? Oder ist es in der Bundesliga, wo es ja auch eigentlich in fast jedem Spiel relativ eng ist, ist es da nochmal ein bisschen spannender, Tobias? Also konkret würde ich sagen, dass du in der Bundesliga schon
eine höhere Intensität spürst als in der Champions League. Okay. Das ja. fällt auf, das merkt man, wenn du bei den Spielorten bist im Ausland. Man vergleicht ja immer gern als Mensch und da muss man wirklich sagen, dass die Bundesliga schon ein Stück heißer ist als die Champions League-Spiele. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, das muss man dazu sagen. Also wir waren nochmal Champions League Viertelfinal-Rückspiel in Westbrem gegen Nantes. Da ging es auch richtig zur Sache. Es kommt dann immer auch darauf an, wo das Spiel ist natürlich, wie heiß die Fans sind. Und ja, aber grundsätzlich ist die Bundesliga, wie du schon sagst, jede Woche in jeder Halle ist ausverkauft. Es macht so viel Spaß, durch die Hallen und durch die Arenen zu reisen, weil du weißt, da ist immer was los. Es gibt eine enorm große Fankultur und das ist einfach geil. Ja, da möchte ich mal was zu sagen. Oh, jetzt. Ja, weil wir das gerade erlebt haben. Wir waren letzte Woche beim Aufstiegs- oder wichtigen Spiel für den Aufstieg zur zweiten Liga in Aue. Volle Arena. Dann Barcelona, dann jetzt am Samstag in Eisenach, volle Arena. Und da haben wir danach festgestellt und uns angeguckt und gesagt, wir können in Deutschland so geil stolz drauf sein, was wir für eine Atmosphäre bei Handballspielen haben, dass du da in der dritten Liga eine volle Halle hinkriegst, wo wir im Bezug auf Europa richtig, richtig stolz drauf sein könnten. Ja, eins ist auf jeden Fall mal gleich. Ich habe am Wochenende Bilder gesehen, die Meisterschaft, die Barcelona gefeiert hat. Also, da war nicht so viel los. Also Blaugrana, schön und gut, Kultstätte und so, aber also die ist ja meistens nicht ganz voll, oder bin ich da auf dem Holzweg? Nee, da hast du vollkommen recht. Also bei internationalen Spielen, wo es um was geht, wird sie voll oder voll leer, besser gesagt. Aber in Ligaspielen haben wir auch schon gehört, da ist also dreistelliger Bereich und das war's. Jetzt habt ihr es ja angesprochen, dass ihr in der dritten Liga unterwegs gewesen seid. Wie hoch ist denn die Range? Habe ich jetzt gar keine Vorstellung bei so Schiedsrichtern. Jetzt seid ihr ja wirklich Top-Schiedsrichter. Ihr pfeift ja so gefühlt alles von Weltmeisterschaften, Champions League. Wie oft seid ihr denn auch tatsächlich mal in der dritten Liga eingeteilt? Oder geht es sogar noch weiter runter? Oder wie ist es aufgeteilt? Dritte Liga war jetzt unser erstes Spiel dieses Jahr. Ja, aber natürlich, wir haben die Einstellung, den Auftrag, den wir kriegen, den nehmen wir an und versuchen da alles zu geben. Und wenn das in der dritten Liga ist, ist es in der dritten Liga. Ich glaube, tiefer wird es nicht gehen. Aber gerade so die Spiele am Ende der Saison, wo es wirklich um die Platzierung geht, um Aufstieg geht, die sind auch aus Schiedsrichtersicht nicht easy zu leiten. Mhm. Und da ist es, glaube ich, egal, ob es in der ersten Liga ist oder in der dritten Liga. Da ist jedes Spiel irgendwie charakterlich auf dem Level der Liga halt brisant und spannend. Mhm. Wenn wir mal ganz kurz zu eurem Spiel jetzt in Barcelona kurz zurückkommen, wenn ihr dann nachher, also bekommt ihr dann nachher nochmal so eine Art, ja jetzt nicht so ein Feedback oder so ein Coaching von jemandem, der sich das Spiel auf der Tribüne angeschaut hat, also direkt in der Kabine noch, oder ist das alles erstmal nachgelagert? Tobias, also ich muss ja immer ein bisschen aufteilen, weil wir sehen uns nicht. Das ist mal kurz als Info für die Löwenfans. Wir sind natürlich im World Wide Web unterwegs, deswegen muss ich immer so ein bisschen das Wort verteilen. Tobias, kriegt ihr da so ein direktes Feedback von irgendjemandem? Ja, du hast ja beim internationalen Spiel auch Delegates dabei, wie auch in der Liga hast du Spielaufsichten. In der Champions League im Viertelfinale sind es sogar zwei am Tisch von der EHF eingesetzt. Einer ist dann für das Coaching verantwortlich für die Schiedsrichter. Und da machst du dann nach dem Spiel direkt eine Auswertung. Und wenn es nochmal genau ins Detail gehen soll, gehst du sogar nochmal ins Video und kannst dir dann im Nachgang mit ihm nochmal was anschauen. Aber das ist schon konkret und direkt nach dem Spiel. Also fast wie in der Bundesliga auch. Okay. Gab es jetzt zum Beispiel bei diesem Barcelona-GOG-Spiel, Robert, auch Szenen, wo ihr direkt nach dem Spiel dann gewusst habt, ah, okay, da haben wir falsch gelegen? Ja, die gibt's ja in jedem Spiel. Natürlich war es jetzt bei dem Spiel übersichtlicher, weil halt die Anzahl der Entscheidungen bedeutend weniger waren. Ja, und da tauscht man sich bei so einem Spiel dann natürlich mit dem Delegierten aus. Mhm. Aber ansonsten war das eigentlich aus Beobachtersicht eher ein Spiel, wo du jetzt nicht extrem viel mitnehmen konntest, weil das halt ein dankbares Spiel war, wo du viel laufen lassen konntest. Und dadurch war das jetzt nicht so das Thema, wo man sagt, das war jetzt das erkenntnisreichste Spiel.
Habt ihr, wie viele Bundesligaspiele schaut ihr denn dann, wenn ihr an dem Spieltag nicht eingeteilt wart? Gibt's das überhaupt? Schaut ihr euch überhaupt nochmal Spiele irgendwie real life quasi an? Oder guckt ihr euch vielleicht auch die Spiele an von den Teams, die ihr dann als nächstes pfeifen müsst, Tobias? Also wenn du mich jetzt so fragst, ich bin froh, wenn ich meine handballfreie Zeit habe. Okay. Reicht das als Antwort? Ja, ich habe jetzt schon gedacht, du machst dir wenigstens die Mühe und sagst, ja, ja, klar, also ich gucke alles, jedes Spiel nochmal real life bis tief in die Nacht, weil ich hätte dir geglaubt. Ich kann dir was vom Pferd erzählen, aber es bringt ja auch nichts. Aber ist Robert nicht von euch beiden eigentlich der sich mit Pferden eher auskennt? Das muss ich korrigieren. Da ist Tobias auch gut in der Spur drin. Ja, aber da kommen wir zu solchen Themen, kommen wir später, wenn wir in dem Löwen-Privat-Kategorie mal auch ein bisschen was über euch persönlich erfahren wollen. Das heißt, natürlich, wie sieht dann so eine Vorbereitung insgesamt aus? Also, ihr habt jetzt ein Spiel am Wochenende. Wenn wir jetzt mal sagen, klar, ihr seid jetzt im Löwen-Podcast zu Gast, sagen wir jetzt mal, ihr macht das Spiel Löwen gegen Erlangen. Wie sieht so eine Vorbereitung dann aus? Guckt ihr euch dann irgendwie auch ein paar Dinge an, inwiefern gewisse Spieler vielleicht immer wieder selber Aktionen machen, womit sie vielleicht bei euch versuchen durchzukommen? Wie sieht so eine Vorbereitung auf so eine Partie aus? Naja, in der Regel ist es ja so, dass du dich eher spieltaktisch vorbereitest. Also wie Tobias schon gesagt hat, wir sitzen jetzt nicht das ganze Wochenende zu Hause und schauen irgendwelche Spiele oder Videos, weil man freut sich auch mal Zeit ohne Handball zu haben. Aber auf dem Spiel bereitest du dich spieltaktisch vor. Was könnte kommen? Welche Teams spielen gegeneinander? Ja. Was du aber nicht machst, dich auf einzelne Spieler vorzubereiten. Weil dann läufst du Gefahr, dass du nicht unvoreingenommen ins Spiel gehst und eigentlich schon ein Spieler bei dir einen Stempel vorher drauf hat. Und das ist nicht gut, um eine Situation wirklich isoliert im Spiel zu analysieren. Das heißt, spieltaktisch analysieren vorher, was kann passieren, was sind die Abwehrsysteme. Und dann guckst du im Spiel die ersten 5-10 Minuten, was da abgeht. Also das kann ich einerseits verstehen, andererseits, also ohne dass auch jetzt ich irgendwelche Namen nenne, Tobias, ist es aber ja schon so, dass es man bei einigen Spielern, beispielsweise wenn man jetzt mal die Schritte da mal nimmt, dass da einige sich schon irgendwie gefühlt ein bisschen mehr rausnehmen dürfen und das meine ich ligaweit. Stempel ist das eine, aber müsste man da nicht auch ein bisschen mehr drauf gucken? Weil einige machen es ja schon sehr, sehr prominent, wie ich finde. Also da du das Thema Schritte ansprichst, natürlich das übelste Thema. Ja, ja, ist mir schon klar. Aber da gibt es ja einige Spieler, die das immer wieder machen. Also grundsätzlich kennst du ja mittlerweile alle Spieler der Liga. Ja. Ja, die Erfahrung haben wir mittlerweile, dass wir sagen können, okay, man weiß schon, welcher Spielertyp da auf dem Platz ist. Und die Schritte-Regel, wenn du sie jetzt so direkt ansprichst, es muss auch passen. Es ist ja eine Gefühlssache. Schritte pfeifst du nicht, weil du es zählst, sondern Schritte pfeifst du und sagst, oh, das waren Schritte. Ja, aber selbst dann ist manchmal der Weg dass die Pfeife in den Mund wandert, schon so lang, dass die Aktion schon dreimal vorbei ist und dann lässt es laufen. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe. Also, das ist wirklich extrem schwer. Aufgrund der Ständigkeit heute, die 1-gegen-1-Situation, ein dritter, vierter Schritt ist immer dabei, das kannst du fast so sagen. Und das ist wirklich eine Gefühlssache, dass du sagst, okay, das waren jetzt wirklich saubere Schritte oder er kriegt einen Vorteil, wenn er jetzt diesen Schritt noch macht. Und weißt du, du musst so viel abwägen dabei, dass du wirklich, jetzt Schritte hoch und weg. Ich verstehe das absolut. Nur, Robert, glaubst du, dass es vielleicht dann auch den einen oder anderen Spieler gibt, der weiß, dass das so ist und deshalb sich dann denkt, naja gut, also wenn ich es 10-mal versuche und es wird mir davon 2-mal abgepfiffen, dann geht die Rechnung für mich auf. Ja, also wenn ich jetzt überlege, wie ich als Spieler war, würde ich sagen, ich würde es nicht nutzen. Warte mal, ich muss mal kurz meinen Hund rausschmeißen. Der geht auf Kehle, ne? Ja. Aber es ist alles gut. Ihr seid ja nicht mit mir in einem Raum, weil normalerweise ist der ein bisschen auf Schiedsrichter abgerichtet, aber in dem Fall. Nein. Dann kommen wir das nächste Mal mit unserem Dobermann, weil der so Feinsprecher abgerichtet. Ja, das dachte ich mir schon.
Nee, ehrlicherweise glaube ich, würdet ihr vor diesem Hund hier keine Angst haben. Also Lotte ist ja relativ bekannt auch. Also die hat ja, also sie hat nicht ihren eigenen Social Media Kanal, aber kommt immer mal wieder auf meinem vor. Lotte ist so ein kleines puscheliges Etwas. Also da ist keine Gefahr zu erwarten. Okay. Also ich stelle die Frage einfach mal nochmal und gucken, wie sie es nachher im Schnitt dann machen. Mach auf jeden Fall mal eine Markierung, Max. Robert, glaubst du, dass es da Spieler gibt, die sagen, oder die das vielleicht wissen, dass das so ist und die vielleicht sagen, naja, komm, also wenn ich es 10-mal mache und davon wird es mir 2-mal abgepfiffen, dann geht die Rechnung für mich ja irgendwie auf. Ja, natürlich. Also wenn ich als Spieler so zurückdenke, nutzt du das ja immer, die Möglichkeiten, die du bei manchen Schiedsrichtern halt hast. Von daher glaube ich das schon, weil auch Spieler und Trainer sich ja auf Schiedsrichterpaare vorbereiten. Mhm. Das ist halt genauso dieses Thema, die Tendenzen, die auch während der Saison entstehen, wo das halt unsere Aufgabe und Verantwortung als Schiedsrichter ist, da zu sagen, ja, ist ein schwieriges Thema, aber daran müssen wir halt arbeiten. Ja. Also wenn ich der generellen Handballszenerie, also egal ob jetzt DHB, Liga, das ist ja alles auch so ein Zusammenspiel, also wenn ich wirklich einen ganz, ganz positiven Aspekt finde und sehe, immer wieder ist, ich habe das Gefühl, dass auf so gewisse negative Trends in der Spielweise der Mannschaften sehr, sehr, sehr schnell reagiert wird, Tobias. Liege ich da richtig oder würdet ihr sagen, naja, ist nicht immer so? Naja, man bekommt ja auch vom Schiedsrichterwesen, vom Lehrstab auch unter der Saison eine kleine Tendenz aufgezeigt, was gerade los ist in der Liga. Und da kann man dann schon die Stellschrauben drehen und sagen, komm, dagegen müssen wir arbeiten. Na, da sind wir schon recht aktuell und warten nicht ab bis zur nächsten Saison, sondern greifen da sofort ein, um das wieder in die richtige Bahn zu rücken. Weil das finde ich wirklich sehr, sehr auffällig. Also auf diese, ich sag mal, Handball war ja jahrelang oder jahrzehntelang, ist natürlich auch heute noch so sehr bekannt dafür, naja, da wird nicht markiert, da wird nicht nur auf dem Boden rumgelegen, es ist nicht wie beim Fußball, dass du gefühlt 3 Rettungshubschrauber pro Spiel brauchst, aber sie können danach weiterspielen. Und dann kam diese Regelung mit diesen 3 Angriffen, die euch wahrscheinlich auch sehr geholfen hat, Robert, oder? Als es eingeführt wurde, dass man sagt, okay, die Spieler müssen 3 Angriffe draußen bleiben, ist das mit der Markiererei ein bisschen weniger geworden? Ja, ich glaube, die Regel war eine gute Hilfestellung für Spieler, darüber nachzudenken, ob sie es wirklich machen oder nicht einfach lassen. Das ist aber gerade international zu sehen, dass du da halt manche Nationen hast, wo das ein extremes Thema war, mhm, was in der Bundesliga eigentlich sich immer in Grenzen gehalten hat, wie ich finde. Und das, was wir jetzt an Feedback so mitbekommen, ist halt super, dass wirklich ein Spieler liegen bleibt, wenn echt was war und ansonsten das Thema gar kein Thema mehr ist. Habt ihr Leverkusen AS Rom geguckt, zufällig? Ich habe nur davon gelesen. ja, Wahnsinn. Also ich bin ja schon, ich sag mal, so ein Native-Fußballer, also was ich selber gespielt habe. Ich habe ja noch nie einen Handball selber in der Hand gehabt, aber das ist, also als Fußballfan hatte ich körperliche Schmerzen, dieses Spiel zu gucken, weil es hätte 20 Minuten Nachspielzeit geben müssen. Und da muss ich wirklich sagen, mit allen, mit denen ich darüber diskutiert habe, auch mit den ganzen Fußballexperten, mit denen ich mich so umgebe, für Magenta Sport zum Beispiel, die haben alle immer aus eigenem Antrieb gesagt, ja, im Handball hätte es das nicht gegeben. Und ja, ich finde, dass das stimmt. Aber auch da war ja auch zwischenzeitlich mal so ein Trend da. Ja, es wird ein bisschen mehr lamentiert, es wird ein bisschen mehr Fouls geschunden und dann hat man dort direkt reagiert. Was ist denn aus eurer Sicht, Tobias, auch nochmal so eine Regeländerung gewesen in den letzten Jahren, die euch die Arbeit so ein bisschen vereinfacht hat? Also vereinfacht. Also jeder weiß ja, dass das Regelwerk im Handball recht kompliziert ist. Mhm. Und ein Vereinfachen von Regeln ist so schwer, ich könnte sie gar nicht beantworten. Also man hat das Spiel noch verändert, so kann man das ja sagen. Durch diese schnelle Mitte nochmal mit dem Anwurfkreis, mit der Hinzunahme von dem 7. Feldspieler, dass das Spiel wesentlich verändert. Das ist eigentlich eher so das Thema. Und wie seht ihr das? Also es wird ja deutlich schneller. Also speziell als Hallensprecher beim Final Four zwischenzeitlich. Man hat ja 3 Tore auf einmal angesagt, weil es ja wirklich, also es hat so viel an Geschwindigkeit zugenommen. Das heißt also eher, Robert, du würdest sagen, es ist sogar noch schwieriger geworden durch diese, jetzt nehmen wir mal exemplarisch diese eine neue Regel raus mit dem größeren Anwurfkreis. Es ist komplexer geworden. Das Spiel wird dadurch schneller. Klar haben wir Hilfestellungen
wie den Videobeweis beispielsweise. Ja, aber nur beim Final Four, oder? Oder sehe ich das falsch? Ja, aber international zum Beispiel jetzt bei einer EM oder WM haben wir den ja auch. Mhm. Und da haben wir viele Situationen gehabt, wo der halt uns wirklich geholfen hat, eine Szene sich nochmal rational in Ruhe anzuschauen. Ja, aber ansonsten steigt die Dynamik. Die Ansprüche für einen Schiedsrichter im Fitnesszustand sind immer immens wichtiger, dass du auf Höhe bist. Und ja, einfacher ist es definitiv nicht. Wenn wir dann dieses Thema mal kurz auf den Tisch holen, war ja klar, dass es kommt, Videobeweis, soweit ich das überblicken kann, ist die Handball-Bundesliga die letzte professionelle Sportliga in Deutschland, die das noch nicht flächendeckend im Ligabetrieb eingeführt hat. Das ist doch eigentlich auch nicht so ganz richtig, oder Tobias? Ja, was heißt nicht ganz richtig? Das ist ja ein Thema der Voraussetzungen. Ja? Also du musst ja in jeder Halle, in jeder Arena musst du die gleichen Voraussetzungen schaffen. Die gleichen Kameraperspektiven, die gleiche Technik. Da stecke ich zu wenig drin im Thema, wie das durchgesetzt werden kann. Ob es da ligaweit ein einheitliches System gibt, ob da jeder seine eigenen Sachen macht, das weiß ich nicht. Aber grundsätzlich, ja, also es ist ja nicht so, dass man ihn jetzt vermisst, diesen Videobeweis im Handball. Findest du nicht? Naja, also, wenn er da ist, dann hilft er den Schiedsrichtern in einigen Situationen, das ist richtig. Mhm. Aber es ist doch mal schön, sich über Dinge aufzuregen. Sehr geil. Ja, okay. Ja, nee, also einerseits finde ich tatsächlich, hätte man das schon lange machen müssen, weil du wirst halt abgehängt von Sportarten, die dich normalerweise noch nicht mal mehr am Horizont sehen, ehrlicherweise, wenn man das jetzt mal miteinander vergleicht. Also spätestens seitdem die Hockey-Bundesliga, glaube ich, zum Beispiel seit 2 Jahren schon damit arbeitet, selbst im Basketball schon seit 3 Jahren flächendeckend eingeführt. Und da gibt's ja, also die Standards in der BBL sind ja beispielsweise, was Halle angeht, deutlich niedriger als in der Handball-Bundesliga. Also die Hallen sind einfach deutlich niedriger anzusiedeln. Wir haben ja das Glück, ihr habt es ja gerade auch angesprochen, nicht nur stimmungstechnisch, sondern ja auch von der Modernität der Hallen sind wir ja in Deutschland überragend aufgestellt. Deswegen, mich wundert es ehrlicherweise schon ein kleines bisschen. Und ich finde, dass es speziell in den letzten Minuten noch mal ein bisschen mehr Fairness reinbringt. Das heißt, ihr steht grundsätzlich nicht unbedingt auf der Seite des Videobeweises flächendeckend, oder wie ist das? Also das ist ja ähnlich wie mit dem Headset. Also wir pfeifen jetzt mit Headset und klar gibt es einen Videobeweis, das sind alles Hilfsmittel. Aber diese beiden technischen Möglichkeiten unterstützen ja nicht die Philosophie eines Schiedsrichters, ein Spiel zu leiten. Mhm. Also ich nehme mal ein Beispiel, natürlich ist es schöner, wenn du einen Videobeweis zur Hilfestellung hast. Aber ich erinnere mich zum Beispiel letztes Jahr an die Olympia-Quali in Montpellier. Da haben wir auch ohne Videobeweis gehabt. Also den gab es da halt nicht. Und da hatten wir auch eine Szene, wo wir in der letzten Sekunde entscheiden mussten, aus dem Bauch heraus, ist das jetzt Tor oder nicht Tor. Okay. Jetzt kann man sich da, und dadurch entscheidest du, wer zu Olympia fährt, ne? Ja, ja, klar. Jetzt kann man sich darüber halt immer wieder ärgern oder man sagt sich halt, okay, ja, sind Hilfsmittel, aber ersetzt nie die eigentliche Grundlage, Entscheidungen zu treffen. Und das ist auch das, was wir jungen Leuten immer sagen mit diesem Headset. Bei Pfeifen muss man trotzdem alleine, da sagt dir ja keiner was im Ohr, was jetzt die richtige Entscheidung ist. Aber wer ist denn mit diesem Headset, seid auch nur ihr beiden verbunden, oder? Richtig, genau. Okay, ja gut. Also da wäre ich ja unheimlich gerne mal Mäuschen. Kann man das nicht auch mal aufzeichnen, was ihr da so besprecht, Tobias? Na, lieber nicht. da würdest du nicht gut bei wegkommen. Ich würde da nicht gut bei wegkommen. Also das würde mich ja wundern, wenn ihr euch ausgerechnet über mich unterhalten würdet während so eines Spiels. Aber du, ganz ehrlich, meine, klar, ihr habt es ja selber angesprochen, die Emotionen in der Halle sind natürlich immer irgendwie da. Glaubst du oder glaubt ihr, dass Handballschiedsrichter insgesamt schon schwerer haben, weil Handball eine Sportart ist, in dem für die Schiedsrichter brutal viel Spielraum in vielen Dingen da ist? Wäre es euch manchmal lieber, es wäre eindeutiger? Naja. Ja, also speziell, wir können immer über Zeit, also Zeitspiele zum Beispiel so ein Ding, ne? Also ich meine, wir haben ja jetzt auch schon
mehrere Podcasts mit beispielsweise Andy Schmid auf Tape, der sagt, Shotclock für Handball. So, das ist jetzt erstmal ein Topic, klar, das ist jetzt erstmal radikal, das wäre auch eine super radikale Änderung für den kompletten Sport. Aber klar ist natürlich auch, wenn du es wirklich nur dem Menschen, dem Schiri in dem Moment überlässt, wann er den Arm hochmacht, das ist ja dann schon auch super schwierig, auch für euch. Es bringt euch in schwierige Situationen, Robert, oder? Ja, auch, das ist halt ein Gefühlsthema. Die Frage ist immer, ob man bei unserem Sport, der von Emotionen lebt und auch von Fehlern lebt, sei es bei Spielern, sei es bei Schiedsrichtern, ob man immer da alles so reguliert haben muss. Also ich finde, das gehört zum Handball auch ein bisschen mit dazu, dass man verschiedene Spielsysteme hat. Bei verschiedenen Spielsystemen hast du wiederum auch verschiedene Zeitlinien, wie ein Angriff läuft. Mhm. Also hast du eine Shotclock, ist ja nett, aber wenn jetzt jemand ein Spielsystem hat, der halt 5 Sekunden länger braucht, um den Abschluss zu machen, ist das jetzt richtig oder ist das falsch? Mhm. Und das ist, glaube ich, so dieses Thema, was gerade Handball spannend macht. Das ist ein interessanter Blickwinkel drauf. So habe ich es ehrlicherweise noch nie gesehen, weil klar, als erstes überlegt man ja immer erstmal, wie kannst du es jetzt wirklich für alle gleich machen? Spielsystem hin oder her. Das heißt, Tobias, du würdest auch sagen, es ist nicht so, dass Schiedsrichter quasi zu viel Spielraum haben, sodass es auch vielleicht für euch dann es insgesamt schwieriger macht? Also ein gewisses Maß an Subjektivität haben wir natürlich immer. Klar. Aber du hast bestimmte, ich sag mal, Regularien oder auch ich sag mal, Grundkenntnisse im Kopf, wann ist denn Zeitspiel zum Beispiel? Ja? Also, ab wann hebst du denn den Arm? Es ist ja immer nicht interessant, wenn der Arm gehoben ist, sondern wann hebe ich überhaupt den Arm zum Passen? Ja, klar. Ja, das ist ja das ganz Entscheidende. Und, da gibt es bestimmte Kriterien, die wir haben, und anhand dessen hangelst du dich auch lang. Und eine Subjektivität ist da immer gegeben. Das streiten wir überhaupt gar nicht ab. Mhm. Aber dass es solche krassen Unterschiede gibt von einem zum anderen in Sachen passives Spiel, das glaube ich nicht mehr. Ja, das ist ja wirklich auch ein subjektives Gefühl. So ehrlich muss ich ja sein, muss ja auch jeder Handballfan für sich sein. Ich glaube, das Wort Zeit ist, glaube ich, das am meisten geschriene Wort in deutschen Handballhallen. Wahrscheinlich gleich dahinter kommt Fuß und 2 Minuten, so wie es bei uns dann ist. Ach so, ja, logisch. Ja, aber es ist natürlich schon, also diese Diskutiererei ist spannend. Was ich halt nur so ein bisschen beobachte, ist, dass das Thema Schiedsrichter immer größer wird. Und das finde ich eigentlich schade, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die Schiedsrichter schlechter werden. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das ist ja die mediale Aufmerksamkeit. Was wird dann überhaupt platziert? Wird über die Schiedsrichter gesprochen, wird darüber nicht gesprochen? Fakt ist eins, der Schiedsrichter im Handball trifft extrem viele Entscheidungen. Und dadurch ist natürlich die Aufmerksamkeit noch viel höher als in anderen Sportarten, denke ich mal. Weil du dann wirklich diese sogenannten 50-50-Entscheidungen, wo du in die eine oder in die andere Richtung entscheiden kannst, die wird es immer geben. Ja, und davon hast du nicht bloß einem Spiel, da hast du dann 3, 4, 5, 6, 10 oder 20 Entscheidungen. Mhm. Dadurch hast du einen großen Spielraum. Da musst du es halt hinbekommen, die Balance zu halten, und dann sind alle glücklich. Robert, habt ihr schon mal so ein Spiel gehabt, wo ihr beiden wirklich gedacht habt, boah, da haben wir jetzt heute wirklich einen richtigen Bock geschossen? Ja, das ist öfters passiert. Kriegst du auch in der Regel in den ersten 15 Minuten des Spiels eigentlich schon mit, dass es heute keine gute Idee ist, hier zu sein. Sehr geil. Problem ist nur, wir suchen dann immer eine Auswechselbank, wo die anderen Schiedsrichter sind. Aber ja, ich kann das voll. Es ist ja wirklich menschlich. Also jeder hat das. Also warum sollten Schiedsrichter nicht auch mal das Gefühl haben, so, boah, ich habe heute einfach einen schlechten Tag. Ich habe letztens ein Interview mit Felix Brüch gehört, wo sie ihn gefragt haben, wie war denn das damals, als er dieses Phantomtor in Hoffenheim gibt? Weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wo der Kießling das Tor nicht trifft und der Ball geht irgendwie seitlich da durchs Netz. Und da hat er auch gesagt, er hatte von Anfang an irgendwie das Gefühl, er war nicht so richtig auf dem Platz. Und es ist ja einfach nur menschlich, dass man das dann auch für sich selber dann auch, ja, bemerkt. Wie geht ihr denn dann damit nachher auch um? Also gibt es irgendwie vom DHB, von der HBL, könnt ihr da vielleicht auch irgendwen mal anrufen, um mit irgendwelchen Leuten darüber zu sprechen, oder macht ihr das immer so im Team aus?
Das machst du direkt im Spiel. Also dadurch, da kommt wieder das technische Hilfsmittel, das Headset. Mhm. Und da kann man sich gegenseitig schon so pushen und unterstützen, dass man jetzt die Kurve bekommt und sein Ding einfach jetzt durchzieht. Ja, also das musst du dann schon lösen und mit Erfahrung kannst du auch viel wettmachen. Und ja, also das ist wirklich das Thema auf dem Platz, wie du das wieder geregelt bekommst, ist hohe Kunst. Mhm. Der Schiedsrichterei, ja. Wie geht ihr mit öffentlicher Kritik um, Robert? Erstmal, wie kommt die auf euch zu? Ich meine, klar, dass die Leute in der Halle pfeifen, das ist das eine, aber gibt es da auch irgendwie, also lest ihr zum Beispiel, was in Social Media und sowas geschrieben wird? Naja, manchmal hat man ja wirklich das Problem, dass man es lesen muss, weil man auf seinem Telefon eine Nachricht sieht und denkt, irgendwer schreibt dir, und dann liest du natürlich auch bei Instagram oder Facebook mal Feedbacks, wo du sagst, völlig nachvollziehbar, dass die Person in ihrem Profil kein Bild drin hat. Ja. Ja, voll. Ja, das gehört halt mit dazu, aber letztendlich für uns ist eigentlich der Fokus die Nacharbeit. Wir haben ja seit Jahren auch mit Jürgen Boss halt einen Mentaltrainer an der Seite, mit dem wir halt viele Spiele dann auch besprechen, was kann man an Erkenntnissen rausziehen. Und das andere ist völlig normal, dass Fans ihr Feedback dazu geben. Aber man muss auch sagen, und da freuen wir uns eigentlich viel, viel mehr, wenn du so von jungen Nachwuchsschiedsrichtern Feedback in sozialen Medien bekommst, wo du merkst, die haben Bock drauf, selber mal ihren eigenen Weg zu gehen und dich dann halt zu fragen, wie man das gemacht hat und was man so für Tipps geben kann. Und das gibt mir viel mehr Energie als die Querschläger, die da immer mal noch ein Feedback loswerden wollen, wofür wir uns an der Stelle aber auch bedanken möchten. Es ist ja wenig konstruktiv, das, was du da ansprichst. Aber du hast jetzt gerade gesagt auch, dass ihr von jungen Schiedsrichtern da auch dass es da ein positives Feedback dann auch irgendwo hingibt. Das heißt, wir sind im Handball von so einem riesigen Schiedsrichterproblem im Amateurbereich wie im Fußball weit entfernt, Tobias, oder? Na, das würde ich nicht unterschreiben. Okay. Ich glaube, jede Sportart hat seine Probleme mit der Schiedsrichterfindung. Das fängt aber bei den Landesverbänden an. Also wir merken es ja auch, man hört es, dass Schiedsrichternachwuchs zu finden eine große Aufgabe ist. Und man kann da auch jetzt mal von uns gesprochen, von der Spitze aus, immer nur unterstützen. Aber wir können nicht an jeder Basis sein und die Schiedsrichter ranholen. Ja, das funktioniert nicht. Und deswegen, wie es Robert schon sagte, wenn da mal ein Feedback kommt von jungen Schiedsrichtern, die in Deutschland unterwegs sind oder auch im Ausland, dann kann man da schon mal eine kleine Motivation hinterher schieben und zu den Jungs dann sagen, Mensch, bleibt dran an der Sache, das wird eine tolle Reise, auf die ihr euch da begebt. Der Stelle können wir dann auch nicht mehr tun. Mhm. Ich meinte auch dann eher, ich meine, wir lesen ja wirklich schlimme Geschichten. Klar, der große Fußball muss immer so ein bisschen als Vergleich herhalten, aber da lesen wir ja von Schlägereien, da werden Schiedsrichter verprügelt, bedroht. Es ist ja wirklich, das ist ja wirklich gar nicht mehr hinnehmbar, was da teilweise im Amateurbereich passiert. Da kann ich es auch nachvollziehen, dass es dort einfach keine Schiedsrichter mehr gibt, die sagen, ich gebe mir das noch irgendwo, wenn man da irgendwie alleine ist. Der große Vorteil ist ja, dass der Handballschiedsrichter ja seltenst alleine unterwegs sind, aber von sowas sind wir im Handball ja weit entfernt, oder sehe ich das falsch? Nein, also das Ausmaß ist definitiv nicht so gegeben. Also ja. Was man so von jungen Schiedsrichtern hört, klar, auch da, ja, bei Jugendspielen, das Schlimmste sind die Eltern. Dass man so ein Feedback bekommt, wo man sagt, gut, okay, das ist, glaube ich, dann eine Verantwortung von allen, unabhängig welche Funktion, ob Trainer, Spieler, Schiedsrichter, Vereinsleute, dass man da immer wieder den Fokus drauf setzt, wofür wir das Ganze machen, weil wir im Geistensport der Welt sind, meiner Meinung nach. Und jeder seinen Platz in der Sportart irgendwie auch finden kann, wenn er Lust drauf hat. Das Wichtigste ist halt einfach nur, dass man Spaß daran hat und trotzdem den Respekt für die andere Seite nie verliert. Also ihr müsst ja keine Namen nennen, aber gibt es Trainer, wo ihr sagt, boah, da haben wir gar keinen Bock drauf? Nein, gibt es nicht. Okay. Jeder hat so sein eigenes Charisma, jeder hat so seine Macken, wie das bei uns Schiedsrichtern genauso ist. Aber am Ende geht es immer um die Sache an sich. Also, weil es ist ja schon auch, mein Eindruck ist, es gibt diese Trainer, wo ich, glaube ich, als Schiedsrichter ein bisschen weniger drauf Bock hätte. Tobias, wie siehst du es? Ja, das liegt ja immer an den zwischenmenschlichen Beziehungen. Wie kommunizierbar miteinander? Also, wie Robert schon sagte,
man geht nie irgendwo in ein Spiel und sagt, ach du Scheiße, jetzt ist der Trainer da draußen heute. Auf den habe ich gar keinen Bock. Niemals, weil jedes Spiel geht von Null los. Und wenn du dann wirklich schon so an ein Spiel rangehst, dass du sagst, nee, auf den habe ich heute keinen Bock, ja, dann ist die Grundstimmung schon scheiße. So, das kannst du nicht machen. Also deswegen gehst du immer bei Null in ein Spiel. Und ja, wenn es mal was zum Meckern gibt, dann klärt man das auch mal auf dem Platz oder auch im Nachgang. Man kann nicht immer, oder wir machen es ja auch oft, ein Trainer kommt auch nach dem Spiel mal zu uns, dann unterhält man sich, wie hast du es gesehen, wie hat er es gesehen, und dann gehst du mit Henneschel dann auseinander und es geht alles wieder bei Null los. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste dabei, dass du dann auch wieder, wenn es was gibt, die Sachen aus der Welt räumst. Das ist ja menschlich, das passiert überall, dass du mal eine Meinungsverschiedenheit hast. Aber man muss die Sache aus der Welt räumen, ansonsten trägt man sich lange mit dich rum, da hast du recht. Wenn man jetzt mal nochmal auf die aktuelle Spielzeit schaut, seid ihr ein bisschen enttäuscht über den Erfolg vom SC Magdeburg, der dazu geführt hat, dass ihr beim Final Four in Köln nicht dabei seid? Ja. Natürlich mit einem Augenzwinkern gefragt, logischerweise. Total, nein. Also für uns Schiedsrichter international ist es ja nun mal so, Final Four, Champions League in Köln. Wenn eine deutsche Mannschaft da drinne steht, ist die Reise für uns vorbei. Und unabhängig jetzt, welche deutsche Mannschaft das ist, ist das aus Schiedsrichtersicht wie auch bei einer EM oder WM für uns so ein Ding, wo wir sagen, super, viel Erfolg und Tasche wird abgeschlossen, Saison ist damit vorbei und dann wird Daumen gedrückt für die deutsche Mannschaft. In dem Fall wird euch das ja wahrscheinlich sogar noch mal leichter fallen als normalerweise. Klar, es gibt ja diese Regel, gibt es noch mehr Vereine, die ihr nicht pfeifen dürft, außer jetzt den SC Magdeburg? Es ist ja so geregelt, dass du die Vereine aus dem Landesverband, wo du ansässig bist, in der Regel nicht pfeifen darfst oder kannst. Aber das variiert doch stark. Also wir waren auch schon in Dessau, zweite Liga. Das ist aber was völlig anderes, weil wir kommen aus Magdeburg, das ist Dessau, das ist weiter weg. Also das spielt gar keine Rolle. Aber die eigene Stadt wird es niemals geben. Mhm. In der ersten Liga ist es auch so, dass du dann vom Landesverband keine Mannschaft hast. Okay. Aber wäre das nötig? Seid ihr beide, würdet ihr euch beide auch so ein bisschen als, also seid ihr dem SCM zugetan? Wart ihr da früher vielleicht auch in der Halle in jüngeren Jahren oder sowas? Oder ist es eigentlich Humbug, weil ihr selbst den SCM auch komplett neutral pfeifen könntet? Ja, also wir möchten an der Stelle vielleicht mal erwähnen, Tobias und ich sind mit einer ganz anderen Magdeburger Mannschaft 1998 norddeutscher Meister geworden, weil wir den SCM geschlagen haben. Oh, so, jetzt wird's interessant. Ja, nein, also das ist ja, glaube ich, auch als Schiedsrichter das Wichtige. Die Neutralität ist das A und O. Und selbst wenn wir jetzt Vorbereitungsspiele beim SCM pfeifen wir deswegen nicht anders. Ich glaube, das interessiert auch keinen Menschen. Hauptsache, deine Leistung und Performance stimmt. Absolut. Wenn ihr dann übrigens mal international unterwegs seid, ist dann die Sprache eigentlich immer auf dem Feld, ist ja immer Englisch wahrscheinlich, oder habt ihr irgendwie noch Sprachtalente, die uns noch verborgen gewesen sind? Kann einer von euch auch irgendwie noch Spanisch oder weiß ich, was da alles noch gesprochen wird? Also die wichtigsten Redewendungen der einzelnen Sprachen, die kennt man. Ja, muss man wahrscheinlich auch, oder? Ja. Aber also das Sprachtalent, ich will nicht sagen, dass es uns vorbeigegangen ist, aber Englisch ist okay. Deutsch kriegen wir auch noch gerade so hin. Spanisch, da kann Robert immer noch einen guten Satz sagen, den er immer sagt, wenn er einen spanischen Kollegen trifft. Oh. Aber das war es auch. Nein, Quatsch. Also die Landessprache und Amtssprache im Handball ist Englisch im internationalen Bereich. Und damit kommst du überall zurecht. Ja, das hatte ich mir schon gedacht gehabt. Welcher Satz ist das denn, Robert? Nee, sag's bitte nicht. Nein, bitte nicht. Nicht auf Spanisch, ne? Ich sag's nicht auf Spanisch. Sondern? Naja, ich heiße Robert, komme aus Magdeburg. Magdeburg ist eine Stadt in Deutschland und ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule. Das kann ich halt noch auf Spanisch. Oh Mann. Und das kommt mir immer zugute, wenn ich auf einen spanischen Trainer zum Beispiel stoße, stelle ich mich immer ordnungsgemäß vor. Das ist bestimmt Kult, könnte ich mir vorstellen, also bei den Spaniern. Das stimmt. Also ich gehe dann immer weiter. Gibt es eigentlich auch so Standorte, wo man vielleicht irgendwie noch mal ein bisschen lieber ist, weil das Essen nett ist oder weil die Stadt schön ist, habt ihr überhaupt Zeit, euch die Städte anzugucken?
Ja, frag mal einen Spieler. Die haben genauso wenig Zeit wie wir, denke ich. Also, wenn du mal so ein internationales Spiel nimmst, hast du 3 Tage. Davon reist du einen Tag an. In der Regel reist du spät an. Mhm. Jetzt in Barcelona mal als Beispiel genommen, weil es ganz frisch ist, sind wir, glaube ich, um 0 Uhr im Hotel gewesen. Oh, okay. Am Mittwoch, dann hast du Donnerstag das Spiel. Okay, das war ein spätes Spiel mit 20:45. Da hast du am Tag des Spiels noch etwas Zeit. Aber du machst ja auch kein Sightseeing. Ne? Das ist ja auch mal ein krummer Lahm, weil du dann 3 Stunden durch die Stadt rennst. Das machst du auch nicht. Also haben wir so mal hier kurz was angesehen. Alles mit dem Auto. Da wirst du ja dann betreut und hin und her gefahren. Das ist ganz angenehm. Aber zeitlich sonst, nee, das machst du auch nicht, weil du fährst dahin, um einen Job zu haben. Klar, manchmal hast du noch bist im City Center und kannst dann kurz mal raus um die Ecke gehen, das machst du schon mal. Ja, aber ansonsten ja Anreise, Spiel, Abreise, so läuft das. Aber es ist ja fast ein bisschen schade auch eigentlich, ne? Da ist man dann schon mal, gerade Barcelona, also ich war jetzt persönlich noch nicht in Barcelona, aber boah, da muss man ja schon noch mal gewesen sein, oder? Das stimmt. Aber viel interessanter ist dann, wenn du mal zu so einer Asienmeisterschaft oder so mal 14 Tage weg bist und auch mal 2, 3 spielfreie Tage hast. Da kannst du dann halt mal wirklich Land und Kultur erkunden. Und das macht es natürlich dann halt auch neben den Spielen aus. Das ist so ein Gesamtpaket, was wir auch immer zu den Jungschiedsrichtern so sagen. Du kommst manchmal halt in Länder, da würdest du nie Urlaub machen, ne? Nee. Also, aber ich bin jetzt gerade überrascht. Ihr pfeift als europäische Schiedsrichter bei der Asienmeisterschaft? Ja. Ja. Okay. Da wirst du von der IAF eingeladen und dann fährst du da 2 Wochen nach Korea. Interessant. Das war mir neu. Ja, 2 Wochen Südkorea. Oder wir waren mal vor ein paar Jahren in Lake Placid, USA. Aha. Und da war ein Strafzettel kassiert, das weiß ich noch. für was gab es den denn? Ja, das war eine richtig coole Nummer. Da spielt in New York City und der Trainer hat ein Auto da. Und dann, wir mussten mal in die Stadt und dann der Delegierte aus Brasilien und wir beide dann sein Auto genommen vom Amerikaner aus New York. Und dann sind wir dann durch die Stadt gefahren, haben unser Auto abgestellt, kamen zurück, zack, ein Riesenknöllchen dran. Ich glaube, 25 oder 50 Dollar Strafe. Ja. Oh. Angeschaut, das kann doch jetzt nicht wahr sein, ey. Jetzt bist du in den USA mit einem fremden Auto und kriegst doch einen Strafzettel. Aber ist also wegen falsch parken dann, oder? Ihr habt es falsch abgestellt. Ja, klar, wir haben es aber hingestellt, falsch geparkt. Ansonsten halten wir uns an Regeln. Ja, das ist ja, also ganz ehrlich, von Schiedsrichtern erwarte ich das auch. Ihr seid doch auch Vorbilder, Männer. Ja, das stimmt. Ja, die sind ja auch Maschinen, genau. Ja, genau. Also ich war jetzt letzten 2 Tage in der Schweiz und da habe ich mich wirklich gar nichts getraut. Also wirklich, da bin ich immer 5 km/h langsamer gefahren als das, was auf den Schildern stand. Ich habe mein Auto bloß nirgendwo hingestellt, was irgendwie nach Parkplatz aussehen könnte, was verkehrt gewesen wäre, weil ich glaube, da zahlst du ja richtig Asche. Also ich glaube, Knöllchen in den USA geht dann sogar noch, aber in der Schweiz, glaube ich, bist du da ein halbes Vermögen los. Aber ja, man macht offensichtlich so seine Erfahrungen. Das finde ich sehr cool. Aber gibt es dann auch immer noch mal Phasen, wo ihr beiden euch auch einfach nicht mehr sehen könnt? Ja, das ist immer nach der Saison meistens. Okay. Na, ja. Oder während eines Turniers, wenn es dann schon mal 2 Wochen dauert. Und was macht ihr dann? Also dann sagt wirklich der eine so, boah, pass auf, also ne, zum Frühstück habe ich jetzt keinen Bock auf dich. Ich gehe um 8.30 Uhr, komm du erst um 9.30 Uhr. So schlimm ist es dann nicht. Wir frühstücken dann noch zusammen. Und dann klassen wir so die Schiedsrichterkollegen, mit denen wir mehr Spaß haben. Aber seid ihr euch manchmal auch richtig über Kreuz? Also so während des Spiels? Gibt es da so Momente oder gab es da schon mal so Momente, wo ihr euch wirklich überhaupt nicht einigen konntet? Vielleicht sogar bei einer Szene oder sowas? Klar, das hat man häufiger. Also natürlich, also du unterstützt dich im Spiel, sprichst dir gegenseitig Mut zu, aber manchmal gibt es halt auch Spiele, wo, das finde ich ist auch wichtig, wo man danach sich mal, anstrengt. Man sagt sich, ja, sowas passiert halt auch mal. Und das Schöne bei uns ist aber, dadurch, dass wir menschlich halt so lange uns kennen, ist halt am nächsten Tag, dann hat jeder mal Luft rausgelassen und am nächsten Tag bist du wieder neutralisiert miteinander im Umgang. Weil wir nie irgendwelche Kritik jetzt so persönlich nehmen von uns. Ja, verstehe. Also ich sehe gerade, ihr pfeift seit 1999 zusammen. Ist das richtig? Ja. Boah, das sind 24 Jahre. Ja, viel schlimmer ist, dass wir uns seit der ersten Klasse kennen. ihr wart zusammen in der ersten Klasse?
Ja. Banknachbarn. Eieiei. Und dann habt ihr jetzt, da habe ich ja gerade rausgehört, auch lange zusammen dann Handball gespielt. Aber wie ist es denn dann gekommen, dass ihr so viele Jahre lang dann auch zusammen irgendwann gesagt habt, komm, jetzt machen wir Schiedsrichter auch als Gespann? Naja, das kann ich dir sagen. Also, wie gesagt, seit der ersten Klasse kennen wir uns, haben dann auch direkt dort angefangen mit Handballspielen. Mhm. Und Robert war dann, ich glaube, 98 schon, hatte seine Schiedsrichterausbildung gemacht und war ein Jahr vor mir Schiedsrichter, hatte einen anderen Partner. Mhm. Und zu einem Spiel konnte er dann nicht. So, und dann hat er mich angerufen, mit 15 Jahren, schön auf dem Festnetz, weißt du noch? Boah, alter Till. Oder war das schon ein Handy? Weiß ich gar nicht mehr. Hallo, ist der Robert da? Und er hat gemeint, du, ich brauche morgen einen Schiedsrichterpartner, du musst mitkommen. Ich sage, wie mitkommen? Ja, ist alles abgesprochen. War es übrigens nicht. Und dann sind wir zusammen zum Spiel gefahren. Ich keine Schiedsrichterausbildung, noch nie eine Pfeife im Mund gehabt. Dann haben wir dann ein Spiel gepfiffen. 1999, da waren wir dann 16 Jahre alt. Noch nicht mal 15, glaube ich. Ja, und auf einmal haben wir festgestellt, das könnte sogar funktionieren. Und dann, ja, dann bleibt das irgendwie so. Ich kann es dir nicht erklären, dadurch, dass wir so lange miteinander schon zu tun hatten, uns fast täglich sehen, das kommt ja noch dazu. Ja, dann ist das gewachsen. Aber was schätzt ihr so aneinander, Robert? Was schätzt du an Tobias am meisten? Oh, jetzt bin ich gespannt, was er sagt. Lasst uns doch über sinnvolle Fragen sprechen. Du, wenn dir gerade nichts einfällt, alles gut. Also, ich glaube, jeder versteht, wenn ich jetzt sage, also bei Tobias schätze ich einfach, und das zeichnet uns aus, man nimmt sich so, wie man ist, ohne dass man versucht, den anderen zu verbiegen. Verstehe. Mhm. Und umgekehrt, Tobias? Um das zu ergänzen, apropos, die Ergänzung ist, glaube ich, wichtig. Mhm. Wir sind zwei grundverschiedene Charaktere. Er ist halt der etwas extrovertierte, kommunikativere Typ. Ich bin eher der, so denke ich mal, der zurückhaltende, etwas ruhigere Typ. Und ich glaube, die Kombination ist gut. Okay. Und, da kann der eine dem anderen mal sagen, Mensch, jetzt komm mal ein bisschen aus dir raus. Oder halt umgekehrt, nimm dich ein Stück zurück. Und ich glaube, dieser Mix ist genau das Erfolgsgeheimnis. Ja? Dass du dann dich so super ergänzt auf dem Platz, dass du als Einheit wirkst und nicht der eine dominanter als der andere. Und ja, das ist, glaube ich, das alles Entscheidende. Um mal kurz ein bisschen Zwietracht zu sehen zwischen euch. Wer war denn der bessere Handballer oder ist der bessere Handballer? Da musst du, glaube ich, extern fragen. Ach so, gibt es keinen, der sagt, ja, ich, klar. Ja. Guck mal, er ist Rückraum Mitte gewesen, ich Rückraum links. Mhm. Er Linkshand, ich Rechtshand. Wir haben in der E-Jugend, D-Jugend alles kaputt geworfen, so mit jeder 13 und 19 Tore. Also der bessere Handballer, ich sag mal so, ich war der Handballer, der länger auf dem Platz stand, weil er hat immer permanent rote Karten kassiert. Ist das so, Robert? Kevin, ich finde, bei so einer Antwort, wie Tobias die gerade gegeben hat, hat er eigentlich die Frage beantwortet, wer der bessere war. Also würdest du sagen, Tobias war der bessere? Er hatte schon ein gutes Wurfspektrum, finde ich. Okay. Aber du warst dann eher der Stratege, oder? Ich musste so viel aushelfen in der Abwehr bei ihm. Dadurch habe ich öfters das Problem mit den Schiedsrichtern gehabt. Aber ist das mit ein Grund? Das war mit ein Grund, weil meine Mutti ist ja Handballtrainerin gewesen. Aha. Und die hat gesagt, verdient Taschengeld mit Jugendspielen. Und so habe ich meinen Schein gemacht. Mhm. Habe mir gedacht, so schwer kann das eigentlich gar nicht sein, Schiedsrichter zu sein. Dann habe ich festgestellt, das ist doch ja nicht so einfach. Das glaube ich sofort. Wie lang war denn die Phase? Also spielt ihr heute noch Handball irgendwie in irgendeiner Form? Das schaffen wir nicht mehr. Nee. Okay. Also gibt's da Training. Also Training machst du noch, aber Spielbetrieb geht gar nicht. Nee. Ah, okay, verstehe. Also wie lang war denn so eine Phase, in der ihr beides wart? Schiedsrichter und Spieler? Weil die Frage, auf die ich abziele, ist natürlich, bekommt man dann als Spieler deutlich mehr Verständnis für das Verhalten von Schiedsrichtern. Ist das so, Tobias? Also deine erste Frage, wie lange wir parallel liefen, ich glaube,
Bis zur Regionalliga, also als wir Regionalliga gepfiffen haben, da mussten wir uns entscheiden oder da wurde uns nahegelegt, uns jetzt für eine Sache zu entscheiden. So. Und dann haben wir uns für die Schiedsrichterei entschieden und das war, naja, von der ersten Klasse. Also Regionalliga haben wir, glaube ich, gepfiffen mit 20, 19. Okay. Das ist gar nicht mehr so genau. Ja, mit 16 waren wir Schiedsrichter, also 4 Jahre aktiver Betrieb als Schiedsrichter. Parallel. Und da hast du dann auch im Spiel, ja, also da kommt ja noch anderes zusammen. Du darfst ja als Schiedsrichter, wenn du selber gespielt hast, auch keine roten Karten kassieren. Da warst du automatisch gesperrt für. Was? Ja, ja, das war solche Regel. Wenn du dich nicht benommen hast als Schiedsrichter, konntest du auch nicht pfeifen. Als Spieler meinst du? Als Spieler natürlich, ja, genau. Das heißt, du hast. Das ist ja krass. Das ist ja, ja, das ist ja wie, als wenn ein Polizist nicht mehr arbeiten gehen darf, weil er einen Strafzettel kassiert hat. Ja. So ungefähr. Okay, nein, da war es dann auch irgendwann gut, dass du dann das getrennt hast und sagst, komm, wir konzentrieren uns jetzt auf die Schiedsrichterei. Und dann ist gut. Und mit wem hast du dann gepfiffen, Tobias, wenn der Robert dann ständig nicht pfeifen durfte? Das habe ich doch so rausgehört, oder habe ich das falsch verstanden gehabt? Ja, das war schon die Zeit dann so, da hat er sich zusammengerissen. Und ich musste nie ein Spiel mit jemand anders pfeifen zu der Zeit. Na gut, da geht. Aber diese Regel gibt es jetzt nicht mehr, oder? Weil ich, das ist ja, das muss man sich auch leisten können, dass man dann ständig irgendwelche Schiris sperrt, weil sie als Spieler vielleicht mal ein bisschen drüber gewesen sind. Ja, da geht es dann wirklich um grobe Fouls. Okay. Oder Beleidigungen so. Okay. Was macht ihr eigentlich beruflich? Tobias, ich fange mal mit dir an. Ich bin in der Wohnungswirtschaft tätig, in Magdeburg. Okay. Und ja, wir vermieten viele Reihenhäuser im denkmalgeschützten Bereich. Oh, schick. Wir betreiben Parkhäuser, also komplette Wohnraum- und Parkraumvermietung. Das ist mein Metier. Ja, das klingt doch nicht schlecht. Oder das, schreibst du dann auch die Knöllchen selber für diese Parkhäuser, oder? Ja, du, es gibt Technik, die kann das alleine. Glaube ich aufs Wort. Robert, was machst du? Ich bin Sales Manager im Investmentbereich und mache über den hinaus noch Workshops in Sachen Persönlichkeit, Kommunikation. Also wo ich auch viele Dinge so transportiere an Erkenntnissen, die wir als Schiedsrichter so auf unserem Weg sammeln durften. Mhm. Wie viel Kontakt hat man so zu Schiedsrichtern aus anderen Sportarten? Ich bin da eigentlich recht gut vernetzt. Also ich habe irgendwann mal angefangen, mich mit einem Eishockey-Schiedsrichter, Fußball-Schiedsrichter, Basketball-Schiedsrichter auszutauschen, weil du hast halt immer wieder auch mal ein paar Schnittstellen, wo man gegenseitig sich so befruchten kann. Und da glaube ich, das ist nie schädlich. Nee, absolut nicht. Wer ist denn so die spannendste Schiri-Persönlichkeit aus anderen Sportarten, wo man sich vielleicht auch als Handballer, Handballschiedsrichter auch mal ein bisschen was abgucken kann? Weil ich glaube, ich habe euch auch schon mal beim Final Four mit Patrick Ittrich, glaube ich, gesehen, Tobias. Oder liege ich da falsch? Da liegst du genau richtig. Ja, also die Frage ist schwer zu beantworten, welche Persönlichkeiten es ist. Wenn du das siehst oder wenn du dich mit den Leuten auch mal unterhältst, also jeder hat immer so das gleiche Thema. Also ist egal, zu welcher Sportart man dort schaut. Aber man kann so viel lernen voneinander, auch von der Einstellung, die die Leute haben. Das ist schon spannend zu sehen und zu hören. Und ja, es ist immer wieder schön, solchen Austausch mal zu haben und über den Tellerrand hinauszuschauen. Und ich will gar keine Persönlichkeiten hervorheben. Also da kannst du wirklich jeden nehmen, oder jede Sportart nehmen, wie du willst. Jeder kämpft da mit seinen Bereichen und ja, das ist einfach spannend zu sehen. Habt ihr das so ein bisschen mitbekommen jetzt, diese ganze Geschichte rund um Dennis Aitken und Manuel Gräfe, die sich da, weiß ich nicht, halb öffentlich ja schon auch wirklich übelst beleidigt haben? Gibt's sowas im Handball auch, dass man sich da quasi unter ehemaligen Schiedsrichtern und so auch mal an eine Köppe hat? Nicht so ganz einig ist, Robert? Nein, also das Gute ist jetzt, wenn man das mal bei uns betrachtet im Handball, dass du viele ehemalige Schiedsrichter auch hast, die nicht nur Kritik üben, sondern halt sich so in das System implementieren, dass das Feedback, was die geben, dir auch was bringt. Das heißt, viele von den ehemaligen Top-Schiedsrichtern sind jetzt Delegierte, sind selber Schiedsrichterbeobachter und
da haben wir schon sehr, sehr effektiven Austausch. Und das, glaube ich, ist einfach das Wichtige, dass man nicht so eine Interessenskonflikte miteinander führt, sondern dass man einfach jeder auf seine Art seine Erfahrungen, die er hat, in eine geballte Kompetenz irgendwie so umwandelt. Das, und da habe ich vom Gefühl her beim Handball ein gutes Gefühl. Wo wir bei den Delegierten sind, wir haben ja beispielsweise in Mannheim sehr, sehr oft, dass Thorsten Zacharias dann bei uns am Tisch sitzt. Der ist ja schon manchmal auch ziemlich resolut, also ich spreche da auch aus eigener Erfahrung, also ich glaube, dass ich vor allen Dingen unter Thorsten Zacharias schon einiges an die Handball-Bundesliga gespendet habe, an Strafgeldern. Wie viel Kommunikation ist da zwischen euch und dem Delegierten während des Spiels? Kommt das auch zwischendurch mal vor, dass ihr dann in Mannheim steht und sagt, boah, Thorsten, jetzt schreibt da mal auf, dass der Hallensprecher hier jetzt mal eine Strafe kriegt? Also ich glaube, bei dir ist das nur noch kopieren und einfügen. Nein, Spaß. Du nutzt halt die Team-Timeouts. Die nutzt du natürlich effektiv mit dem Delegierten, um ein Feedback kurz von ihm auch zu kriegen. Wo hat er das Gefühl, dass man jetzt nochmal drauf achten soll? Oder wie ist das Bankverhalten? Darauf achtet man dann. Aber das Wichtigste ist dann auch nach dem Spiel nochmal die Nachbereitung. Also es ist ja oft so, dann pfeift der Delegierte und dann sagt er euch, jetzt gibt's eine gelbe Karte für den Trainer oder schildert er euch, was passiert ist? Also kann der Delegierte selber sagen, ich möchte, dass du dem jetzt gelb gibst oder kann der Delegierte nur sagen, das und das ist passiert? Würdest du ihm dafür eine gelbe Karte geben, Tobias? Wie läuft das ab? Nein, also rein regeltechnisch hat der Delegierte dir Weisungsrecht. So, und das heißt, wenn er dann aufsteht, sagt gelbe Karte, dann gibst du die gelbe Karte. Es gibt natürlich auch mal Situationen, wo man was besprechen muss, wenn es dann schon noch ins Regeltechnische geht, wo man nochmal kurz drüber nachdenken muss. Aber ansonsten, wenn der pfeift, weißt du auch als Schiedsrichter schon, alles klar, gelbe Karte Trainer. Okay, aber der hat jetzt, also hat denn der Delegierte, wir hatten so eine Szene jetzt in diesem Jahr in Mannheim, boah, ich glaube, es war gegen Hamburg, wo genau das passiert ist, was immer alle vorgewarnt haben. Im Endeffekt passiert nahezu gleichzeitig das Offensivfoul. Ich glaube, es war gegen Hamburg. Und ich glaube, der Hamburger macht das Offensivfoul gegen unseren Spieler in der Deckung und in ungefähr in der gleichen Situation drückt Toto auf den Buzzer. Und dann hat der Delegierte entschieden, ja, der Buzzer war jetzt zuerst. Wer hat da das letzte Wort? Also diese Entscheidung triffst du gemeinsam. Okay. Und hörst dir erstmal die einzelnen Wahrnehmungen an. Und in der Regel ist es dann so, dass du eine gemeinsame Entscheidung triffst. Aber aus Schiedsrichtersicht ist es immer schwer zu beurteilen, weil du fokussiert bist in deiner Situation, du weißt auch nicht, wann der Mensch jetzt den Buzzer drückt. Ja, am Tisch siehst du schon eher, der kommt jetzt, okay, der drückt den Buzzer. Und dann triffst du wirklich eine gemeinsame Entscheidung, nachdem du dir die einzelne Wahrnehmung angehört hast. Klar, das ist natürlich auch, ist ja eine spannende Zusammenarbeit. Ich beobachte das zwischendurch immer relativ gerne, weil ja, so Delegierte haben ja auch so ihre eigene Linie. Also dann gibt es den einen, der relativ schnell darauf entscheidet, dass die Bänke jetzt eine gelbe Karte bekommen. Da gibt es aber auch den einen oder anderen, der wirklich auch ja selber schon eine gewisse Ruhe ausstrahlt und die dann auch so ein bisschen versucht, an die Bänke dann jeweils weiterzugeben. Und dann gibt es da nicht so schnell irgendwelche Bestrafungen. Also das heißt aber, ihr bekommt dann teilweise auch auf dem Spielfeld in Auszeiten oder auch in der Halbzeit schon direktes Feedback auch nach dem Motto, boah, so, jetzt habt ihr die ersten 10 Minuten, das war aber irgendwie nichts von euch. Das kommt dann auch schon mal vor? Nein, also das so nicht. Es geht wirklich nur um Situation oder Entstehung von Brennpunkten. Okay, verstehe. Dass man wirklich mal einen Delegierten fragt, wie siehst du das von hier draußen? Wo er sagt, Mensch, jetzt ein bisschen Obacht, beispielsweise in dem Bereich oder in dem Bereich und dass man da die Fokussierung dann beibehält. Wie lange vorher wisst ihr eigentlich, wo ihr eingesetzt seid? Wie weit gehen solche Dienstpläne? No, das sind so 4 bis 6, manchmal auch 8 Wochen vorher. Und dann kannst du dich dementsprechend darauf vorbereiten. Aber das heißt, ihr wisst jetzt schon, wo ihr im Meisterschaftsrennen eventuell noch Spiele habt? Das weißt du sogar auch schon. Du brauchst bloß mal die HBL-App benutzen. Die HBL-App? Da steht alles drin. Die haben eine eigene App. Muss ich erstmal gucken. Das lass ich erstmal so im Raum stehen.
Ja, das habe ich nicht gewusst. Da steht drin, wer die Spiele pfeift. Na, da ist ein Spielplan bis zum Saisonende und da sind die Ansetzungen bereits drin. Ah, das war mir noch nicht jeder sehen. Also in der Zeit, in der ich sie jetzt runterlade und natürlich auch an dieser Stelle, liebe Löwenfans, es gibt eine HBL-App, das werdet ihr wahrscheinlich alle schon wissen und nur der verwirrte Kevin, der hat sie dann nicht gerafft, weil ich gucke halt immer auf die Website von denen, aber klar, das wird dann wahrscheinlich in der App viel einfacher sein. Was ist denn, was habt ihr denn noch so für brisante Spiele im Verlaufe dieser Saison? Aber ja, mit Samstag haben wir Hamburg gegen Kiel. Oh, das ist so ziemlich das Brisanteste, was noch auf dem Spielplan steht, glaube ich, oder? Ja, Tobias, was haben wir noch? Oh. Ja, so, ich versuche gerade mal hier parallel. Warte mal den Kevin. Ja, Moment, ich habe ja hier jetzt so Spiele, aber hier steht nichts dahinter. So, Moment. Wir müssen draufklicken auf das Spiel und dann bei Statistik oder Info, da steht dann, wer ist Delegierter, wer ist Schiedsrichter. Ah, Moment, Info, so. Tatsache. Tobias Tönnies und Robert Schulze. So, aber jetzt müsste ich ja theoretisch jedes Spiel durchgucken. Ja, warte, jetzt gehst du zum Kindertag, den 1. Juni, und klickst auf das Spiel Melsung gegen Göpping. Aha, da bist du auch nochmal. Seid ihr auch nochmal. Siehst du? So, und dann, Moment, dann haben wir hier, guck mal, so, ihr habt sogar nochmal ein Rhein-Neckar-Löwen-Spiel, aber in Flensburg. Am letzten Spieltag ist das, glaube ich, kann das sein? Ja. Ja. Seit am letzten Spieltag in aber nach Mannheim kommt ihr dann nicht mehr, oder? Stand heute nicht. Hier ist Erlangen, Julian Köppel und Dennis Regner. Spannend, das habe ich nicht gewusst. Und jetzt habe ich eine HBL-App auf dem Handy. Krieg wieder Ärger, weil ich das wieder nicht gewusst habe. Ich bin ja, was sowas angeht, immer relativ schlecht informiert, leider. Das heißt, was sind so die nächsten Highlights, die ihr in den nächsten Jahren auch habt? Ihr werdet ja wahrscheinlich bei der Heim-EM auch eine große Rolle einnehmen, oder? Wir hoffen, dass wir dafür nominiert werden, natürlich. Aber ist das eine Frage? Nee, oder? Also. Ach, ich sag mal so, heutzutage geht das schon recht schnell. Braucht ja bloß mal gesundheitlich was dazwischen kommen. Gut, klar. Nehmen wir mal das Beispiel, wo wir damals Hannover gegen Kiel pfiffen haben, wo Tobias sich die Wade da demoliert hat. Schön, dass du das sagst. War ja zum Beispiel im Olympia-Jahr. Und da war es echt knapp, ob wir überhaupt zu den Olympischen Spielen können. Unser Glück war dann, dass Corona das Ding um ein Jahr verschoben hat. Okay. Mal als Beispiel. Also deswegen ist das in dem Geschäft so von so vielen Faktoren abhängig. Deswegen, na klar, wir geben alles in jedem Spiel. Wir halten uns fit. Wir versuchen, da zu arbeiten, dass das selbstverständlich ist, dass wir da eingeladen werden, aber es ist halt nicht selbstverständlich. Was würde eigentlich passieren, wenn sich mal wirklich einer so verletzt, dass er nicht weiterpfeifen kann? Dann pfeift er alleine weiter, der andere. Ist das so? Na, so war's. Ach so, ja, ich hab das nicht auf dem Schirm gehabt, ehrlicherweise. Das war ein Spiel, Hannover gegen Kiel, Primetime, abends 20:30, Samstag, ausverkaufte Hütte in Hannover. Und nach 20 Minuten reißt mir hinten die Wade weg. Bündelriss war das im Nachgang. Und da musste Robert 40 Minuten ein Bundesligaspiel Hannover gegen Kiel alleine pfeifen. Aber könnte man dann nicht theoretisch irgendwie den delegieren oder keine Ahnung, weil es gab ja jetzt auch diesen relativ prominenten Fall. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das war in Wiesbaden, dritte Liga Fußball, die ja aufgrund dieser Szene jetzt auch den vierten Offiziellen für die dritte Liga einführen. Die suchen ja per Stadiondurchsage nach einem Schiedsrichter im Stadion. Und wenn dort einer ist, und in dem Fall war das so, da war einer, der hatte eine Schiedsrichterkarte, der pfeifte irgendwie Oberliga oder war Linienrichter in der Oberliga. Das ist in dem Fall dann aber auch zweitrangig. Und dann hat man dem, dann gibt's da wohl irgendwie Ersatzklamotten oder was, dann hat man den da in die Klamotten gesteckt. Und das war der geilste Tag seines Lebens. Da gibt es auch eine kleine Doku drüber bei YouTube, weil der hat dann noch, ich glaube, über 60 Minuten ein Drittligaspiel an der Linie dann gemacht. So ist das im Fußball geregelt. Das heißt, da gibt es im Handball keinen doppelten Boden. Dann, weil, kann man überhaupt vernünftig ein Spiel alleine pfeifen? Kevin, haben die den auch pusten lassen vorher? Ja, das weiß ich nicht, ehrlicherweise. Aber der hat das wohl sehr gut gemacht. Also das Feedback war nachher, es war natürlich eine Riesen-Story, also bei Magenta Sport. Wie gesagt, da gibt's eine Doku drüber, müsst ihr euch mal anschauen, es war wirklich spannend. Der hat sich dann einfach gemeldet, hat gesagt, ich pfeife bis Oberliga, hat da seinen Schein gezeigt, die haben dann da ja so Ausweise.
Und dann hat er auch da einen richtig guten Job gemacht. Also ich würde gar nicht ausschließen, dass ihm das vielleicht sogar in der Karriere jetzt ein bisschen hilft, weil du dann mal einmal da in den Fokus rückst. Fand ich schon interessant und pragmatisch gelöst. Ja. Also auf alle Fälle für ihn eine coole Erfahrung, glaube ich. Und gibt halt das Reglement beim Handball aber nicht her. Was wäre, wenn dir jetzt auch noch was passieren würde? In dem Fall? Also das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, ja. Ich sag mal, international jetzt bei EMW hast du halt immer die Reservepaare hintersitzen. Das stimmt, ja. Da wird dann einfach komplett das Paar getauscht. In der Bundesliga pfeift dann halt der andere alleine weiter. Man könnte ja, also wenn euch sowas mal in Mannheim passiert, könnte man ja auch den Hallensprecher weiter pfeifen lassen. Ja, ich glaube, da würden wir uns dann die Wahl dreifach binden, Hauptsache. wer weiß, vielleicht überrasche ich euch auch und mache das gar nicht so schlecht. Stimmt, das ist eine Challenge. Das wäre ja wirklich mal eine Challenge, ne? Also mal so ein, bei so einem Trainingsspiel oder sowas, einfach mal so die Leute, die am meisten am Rumkrakehlen sind. Und wir haben ja, das weiß ich ja auch, ich bin ja auch selbstkritisch. Was das Thema angeht. Erstens haben wir natürlich auch den einen oder anderen Fan, der auch hinter mir immer am Bölken ist. Aber auch ich selber, klar, bin dann auch immer erstmal mit viel Meinung am Start und wenig Hintergrundwissen. Aber eigentlich wäre es ja mal ganz witzig, das mal zu machen. Eigentlich einfach mal zu gucken, wie schwierig es wirklich ist, auch so für so Hardcore-Meckerer. Das würdet ihr euch wahrscheinlich auch gerne mal angucken, oder? Ja klar, also warum nicht? Wir wollen uns Karten in der ersten Reihe kaufen. Ja. Das glaube ich absolut sofort. Aber unsere Reservesachen werden wir zu Hause lassen. Ja, ihr habt ja auch immer alle möglichen Farben dabei. Also ihr müsst ja jede Farbe einmal dabei haben, oder? Ist ja nicht vorher abgesprochen, in welcher was für eine Farbe ihr pfeift. Ja, also wir haben ja 4 Stück. Was ist eure Lieblingsfarbe? Ach, Dürt. Kann ich dir ganz genau sagen. Jetzt! Schwarz ist dem Schiedsrichter vorbehalten. Ja, aber habt ihr ja kaum noch an. Ich finde ja, also da sind aber auch einige Farbkombinationen dabei. Gab es nicht auch mal Pink sogar? Die gab es auch mal, zu Adidas-Zeiten. Ja, habe ich auch irgendwie noch im Kopf. Ja, mega spannend. Also ich glaube, wir könnten noch eine Stunde machen. Wir sind schon bei einer Stunde 8. Ich finde es brutal spannend, einfach auch mal, ja, einfach mal eine andere Seite zu sehen. Ich meine, wir drei unterhalten uns ja auch oft auf vielen Veranstaltungen oft. Also diese Einblicke, die ich dann da immer schon mal bekomme, finde ich einfach auch cool, dass die jetzt auch unsere Handballfans ein bisschen mehr haben. Ja, also wunderbar, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder dieses Jahr, wenn es dann in Flensburg am letzten Spieltag ist. Und ich wünsche euch allseits ein gutes Händchen an der Pfeife. Vielen Dank, Kevin. Auch dir alles Gute. Und falls wir uns nicht mehr sehen, genießt die Saisonpause. Und ist ja keine. Für mich ist leider keine Pause. Ich habe, es ist ja, seid ihr bei der U21-Weltmeisterschaft irgendwo am Start eigentlich? Wenn wir uns eh schon mal unterhalten, so entspannt. Nee, da sind die Kollegen Hannes eingeladen. Ah. Ja. Und vielleicht werden wir die Spiele Magdeburg mal verfolgen, wenn sie hier sind. Ja, so, da wird euch mein entspanntes und schönes Stimmchen begleiten. wenn ihr euch da seid, dann könnt ihr wirklich mal in der ersten Reihe sitzen und seid nicht als Schiedsrichter dabei. Ja, vielleicht bin ich doch im Urlaub, mal gucken. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass ihr euch das nochmal ganz in Ruhe überlegt. Ja, aber cool, dann laufen wir uns vielleicht da über den Weg. U21-WM haben wir ja schon wirklich doll Werbung für gemacht mit Martin Heu in der letzten Woche. Für euch Löwenfans wirklich nochmal der Hinweis, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, dafür Karten zu bekommen, macht das gerne. Ich glaube, dass wir mit unserer U21 dieses Jahr wirklich was reißen können. Für mich sind sie Top-Favorit auf den Weltmeisterschaftstitel und was wäre das geil für unsere Jungs. Gerade auch so für David Späth, der jetzt auch in Hannover wieder eine überragende Leistung gezeigt hat, wenn die im eigenen Land Weltmeister werden können. Das sind die jungen Stars, denen wir in 5 bis 10 Jahren dann als die Superstars der A-Nationalmannschaft zujubeln werden. Und deswegen holt euch Karten für die Heim-WM der U21 in Hannover, Magdeburg und Berlin. Das sind die Orte, an denen die Deutschen spielen. Das sei noch kurz erlaubt zum Ende dieses Podcasts. Also vielen, vielen Dank an euch beide. Wir sehen uns bald wieder und ja, auch an alle Löwenfans. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis die Tage. Macht's gut. Ciao. Ciao, Kevin. Bye, bye.
Ciao. Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR 1, präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.